Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Ingrid und heute mache ich mit euch eine Double Slider Karte. Die sieht so aus. Ich bin nämlich dieses Wochenende auf einem Bastelwochenende, also im Basteltreffen. Ich habe das Glück, einige zu kennen, die das gleiche Hobby teilen. Und natürlich swappen wir. Und ich habe diese Karte gemacht, weil einige sich geäußert haben, dass sie dieses Designpapier hier ein bisschen schwierig finden. Natürlich habe ich das Ganze ein bisschen von den Maßen abgeändert und auch von der Machart. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das mal. Bleibt dran, es geht gleich los. Ich starte mit einem DIN A4 Farbkarton. Die Farbe, die ich hier verwendet habe, ist Orchideenlila. Es ist zwar nicht 1A die Farbe, die dazugehört, aber ich finde, sie passt. Da schneide ich mir einen 14 cm Streifen ab, drehe ihn um und schneide ein 9,9 Stück ab. Das wird der Rücken von der Karte. Das restliche Stück lege ich an der kurzen Seite an und falze an den langen Kanten jeweils 0,5. Von dem restlichen Stück, das lege ich mir bei den 21 cm an und schneide mir ein 8,5 cm Streifen ab. Davon für den Mechanismus brauchen wir ein 1,5 cm Streifen, das heißt, ich lege den rechts an und schneide ihn ab. Und dann verkürze ich mir das Ganze noch auf 12 cm. Das da ist Rest. Von dem restlichen nochmal ein 8,5 cm Stück. Und diesmal verkürze ich auf 11,5. Ja, diese zwei Teile sind ziemlich identisch, nur in der Länge unterscheiden sie sich um 0,5 cm. Und ich habe es auch versucht, sie gleich auszuarbeiten, aber es hat nicht ganz hingehauen. Das restliche Stück, das schneide ich mir auf 6 x 9 cm. Das ist das kleine Teilchen, was dann rauskommt, wo der Spruch drauf ist. Und diese Teile hier sind Reste aus einem DIN A4 Farbkarton. Als nächstes zeige ich euch, wie ich dieses Designpapier zugeschnitten habe. Also ich lasse das Motiv unten komplett und schneide mir einen 11 cm Streifen ab. Ich achte ein wenig darauf, dass die Motive auf den Teilen, die ich mir zuschneide, jeweils links oder rechts angelehnt sind. Der hier jetzt zum Beispiel ist links. Im Übrigen schneide ich 8 cm ab. Da verschmälere ich mir das noch ein bisschen, weil er mir zu weit weg von der Kante ist. Also auch nochmal 8 cm. Und der dritte, da gucke ich. Und ich mag es gerne, wenn das Motiv in das Teil reinschaut. Deswegen schneide ich auf der Seite ein bisschen was weg. Und dann nochmal 8 cm. Dadurch habe ich drei Aufleger für dieses kleine Stückchen vorne. Und die Motive sind jeweils rechts oder links angelehnt und gucken jeweils in das Teil rein. So, das restliche Designpapier. Da zeige ich euch jetzt mal, wie ihr zuschneiden würdet, hättet ihr ein ganz normales Designpapier für alle Teile. Also in der Breite über die 12 cm ein 13,5 cm Streifen. Dann lege ich den an der langen Seite an und da schneide ich einmal ein 9,5 cm Stück ab. Das ist für die Front. Dann schneide ich mir einen 8 cm Streifen ab, den ich dann auf 11,5 cm verkürze. Nochmal ein 8 cm Streifen. Den kürze ich dann auf 11 cm. Und das sind dann noch die Reste, die von dem Designpapier übrig bleiben. Als nächstes bringe ich mir die Designpapiere auf die Teile auf.
Das heißt, ich falze mir diese 0,5 cm Klebelaschen um und das Designpapier, das wir als erstes geschnitten haben, wird da drauf geklebt. Hier zeige ich noch, dass das andere Teil hinten drauf kommt. Also, das 9,5 x 13,5 cm Designpapier wird vorne aufgeklebt. Bedenkt bitte, dass da diese Schlitze reingeschnitten werden. Also tragt auch schön auf die Innenfläche Kleber auf und dann wird es natürlich in der Höhe und in der Breite vermittelt. Das klebe ich mir immer als erstes auf, damit es einigermaßen trocknen kann. Als nächstes müsst ihr aufpassen, weil ihr zwei fast gleiche Teile habt. Sie unterscheiden sich nur in der Länge um 0,5. Und hier klebe ich dieses längere Teil auf. Und das heißt, das ist der 12 cm Farbkarton und der 11,5 cm Streifen Designpapier. Das ist das innere Teil, das man dann so rauszieht. Und die andere, genau, das zeige ich jetzt nochmal, das gehört da innen rein. Und die anderen beiden wäre eben der Layer vorne drauf. Da würde dieses Stück Designpapier drauf passen, aber ich tausche es natürlich aus, weil ich dieses andere mit dem Hirschmotiv verwende. Und das klebe ich mir jetzt da auch auf. Auch wieder Höhe, Breite vermitteln. Das sind dann alle Teile, die wir so brauchen. Und als letztes bleibt noch dieses kleine Teil übrig, was dann später eben rausgezogen wird. Und da habe ich mir in Grundweiß einen Aufleger geschnitten, der 5,7 breit ist und ca. 7 cm lang. Da dieses Teil nicht ganz herausgezogen wird, ist es auch nicht wichtig, dass der Layer das komplette Teil bedeckt. Dann geht es auch schon an den Mechanismus. Dazu nehme ich mir mein Schneider- und Falzbrett, lege mit umgelegter Klebelasche die Karte bei 2,5 cm an, versinke die Klinge in der Mitte der Karte und dann schneide ich nach oben bis 2,5 und nach unten bis 12 cm. Wenn ihr euch das nicht mit der Schneideklinge traut, dann könnt ihr das natürlich auch anzeichnen und mit einem Cuttermesser schneiden. Deswegen mache ich hier auch so langsam und vorsichtig, weil ich natürlich nicht über das Ziel hinausschießen möchte. Und ich drehe die Karte nicht um, sondern ich schiebe sie weiter und lege sie auf der anderen Seite bei 2,5 an, weil ich sonst die Maße anders haben würde und das ist zu riskant. Ich finde, das ist zu riskant, dass man einen Fehler reinbringt. Deswegen einfach weitergeschoben. Also oben haben wir 2,5 cm Abstand zur Kante und unten nur 2 cm. Und damit ich das später nicht irgendwie umdrehe und einen Fehler reinbringe, stanze ich mir gleich mal oben diese Aussparung. Ihr könnt natürlich mit einer Kreisstanze so einen Halbmond ausstanzen. Ich mag die Form von diesem Envelope Punchboard ganz gut und deshalb stanze ich das auch gleich in die Lage, die hinten drauf geklebt wird. Es ist da auch nicht wichtig, dass sie exakt auf der gleichen Position sind, weil man die nie so sehen wird. Gut, dieser 1,5 cm Streifen, der wird hier so durchgefädelt und in der Breite vermittelt und bis ganz nach unten geschoben. Auf diese Teilchen, die da rausschauen, da trage ich Kleber auf und hier empfiehlt es sich natürlich wieder einen sehr guten Nasskleber zu haben oder wenn ihr mit doppelseitigem Klebeband gut zurechtkommt. Allerdings mag ich nicht, dass das eben so ein bisschen klebt und stockt.
Genauso wenig mag ich das bei dem Tombow. Gut, die Lage, die dann rausgezogen wird, wird oben an der Kante bündig angelegt und vermittelt. Und bitte, bitte achtet darauf, dass ihr die Seite mit dem Designpapier nach unten legt. Denn das, wo ich jetzt hier drauf gucke, ist ja dann später die Rückseite. So, ich drücke das noch gut an. Arbeite da den Kleber so ein bisschen ein. Und dann kommt auch schon die Rückseite drauf. Da trage ich mir auch Nasskleber auf die Klebelaschen auf. Und die Lage, die da drauf kommt, ist circa einen halben Millimeter auf jede Seite schmäler. Das bedeutet, sie guckt dann auch später nicht raus. Ich habe da noch einen Streifenkleber unten dran gemacht, das ist aber nicht notwendig. Es stört wirklich nicht, wenn man da unten reingucken kann. So, wieder oben an der Kante lege ich es bündig an und dann drücke ich es gut an. Ihr seht, ich habe mir auch schon die Klammern hier bereitgestellt und damit werde ich das Ganze noch sichern. Ich klopfe das auch gerne so auf den Tisch, damit die Kanten auch tatsächlich bündig abschließen. Und jetzt ist es ein bisschen andrücken, fixieren, überprüfen. Und dann mache ich diese Klammern dran, um sicherzustellen, dass alles da bleibt, wo es hin soll. Okay, das kleine Kärtchen hier mit dem Spruch. Das gehört noch auf den restlichen Steg. Da trage ich mir auch Kleber auf. Geht nicht zu nah an die Schnittkanten. In der Breite vermitteln und die untere Schnittkante an den Steg. Auch hier drücke ich wieder ordentlich an. Das muss ja auch etwas aushalten, deswegen lasse ich mir da auch richtig Zeit. Und der Layer, der vorne drauf kommt, der wird mit Dimensionals aufgeklebt. Ich habe hier die kleinen von Stampin' Up, die reichen auch von der Höhe. Und da gehe ich erst einmal an den langen Kanten entlang, also die Seiten. Und dann überprüfe ich nochmal, was oben, was unten ist, denn wenn die Dimensionals aus Versehen an die obere Kante geklebt werden, ja, dann funktioniert der Mechanismus nicht. Nicht wahr? Im Übrigen findet ihr unten in der Beschreibung einen Link zu einem PDF-File mit dem Schnittplan und den Maßen zum Drucken, Gucken, Weiterleiten. Die Anleitung sowie Tipps und Tricks dazu gibt es natürlich nur hier im Video. Okay, und der kann jetzt auch auf die Karte aufgeklebt werden. In der Breite wird er vermittelt und von der Höhe her habt ihr die freie Auswahl. Entweder auch vermitteln, so wie ich das mache, oder aber ihr behaltet den gleichen Abstand zur unteren Kante, wie der Abstand nach links und rechts ist. Das könnt ihr so machen, wie es euch am besten gefällt. Was ihr nicht machen solltet, ist zu weit hochrutschen mit diesem Panel, weil dann kann es passieren, dass eure Dimensionals an eurem Mechanismus kleben und dann funktioniert es nicht. Und hier ziehe ich ihn raus und yay, jedes Mal wieder eine Freude. Wenn ihr einen kürzeren Spruch habt, dann könnt ihr natürlich diesen mittleren Panel noch um einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter kürzen. Dann kommt er später raus und vielleicht ist die Überraschung dann ein bisschen größer, wenn man ewig zieht und dann erst was rauskommt.
Gut, ich habe mir hier markiert, wo mein Loch noch reingehört und irgendwie hat das Ganze nicht so ganz funktioniert. Es hat nicht richtig gut gestanzt. Da schneide ich noch mit der Schere nach und bohre noch ein bisschen. Hier zeige ich euch den Cluster, den ich schon vorbereitet habe. Aus Vellum habe ich mit dem dekorativer Kreis die Handstanze ausgestanzt. Und hier aus dem Set Wintertraum habe ich mir diesen Stempelabdruck genommen und dieses Stanzteil und natürlich den Spruch. Ich habe mir hier auch Dimensionals aufgebracht, 3 Stück. Und hier zeige ich euch noch, je nachdem wo das Motiv ist, bringe ich mir meinen Cluster schräg gegenüber in der Ecke an. Vorher hätte ich gerne noch einen Silberfaden und dafür bringe ich mir ein Stückchen doppelseitiges Klebeband an, löse die Schutzfolie und dann klebe ich das drauf. Also ich wickle mir das immer so ein paar Mal um die Finger, mal um 3 Finger, mal um 4 Finger, je nachdem wie es gefällt. Und dieser Cluster, der kommt dann oben drauf. Ich mag es auch gern, wenn eben dieses Vellum ein bisschen über die Kante hinausschaut. Das unterbricht dann so ein bisschen den Rand. Und zum Schluss kommt dann noch eben ein Organza-Band, dass ich mir durchfädle und mit einer dünnen weißen Kordel zusammenbinde. Das Loch macht mir wieder Schwierigkeiten. Ich helfe ein bisschen mit der Schere nach und dann, ja, dann funktioniert's. Und damit wäre die Karte dann auch fertig. Wer sagt's denn? 20 Minuten für eine interaktive Karte. Ich kann also auch kurz und schnell. Ja, die hat einen echt schönen Effekt. Dadurch, dass die Ränder zweimal umgeklebt sind, hat die auch eine gute Stabilität. Also man kann sie gut festhalten, um eben diesen Slider rauszuziehen. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert, jede Interaktion hilft mir mit dem Algorithmus weiter. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder vorbeischaut. Und bis dahin, vielen Dank und viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!